1971 hatte ich mein erstes Islandpferd gekauft. Und dann ging es auch schon ganz schnell. Zweite Stute, Chloa von Kirkjubei, ein Traumpferd zu ihrer Zeit. Dann eine Hürde von Kolkos Tochter, die Bauer von Karl Voll. Und es zog durch die Lande der Isländer Gunnar Bjarnason, der uns auch erklärte, dass nur die reine Blutlinienzucht gute Pferde sind. Die Hebriden, die Mischzucht, das wäre so das Wechselgeld oben am Schalter. Und die reine Blutlinienzucht, das wären die Goldbarren unten im Tresor. Zu der Zeit konnte uns ja keiner was erklären. Wir konnten von keinem was lernen. Und so war das so interessant. So ging das. Der Kurt Diehl machte die Hotner Fjördurs. Der Klaus Becker die Stockholmer Linie. Der Kurt Hilzensauer, der hatte seine Pferde mit den Ackergaulbeinen, auch richtig starke Beine, was ja nicht negativ war. Ja, also hatten wir nur einen Lehrmeister, den Gunnar Bjarnason. Aber ich will den Mann nicht verurteilen, es gibt keinen Isländer, der je mehr getan hat, dass sich die Island-Pferde in Europa ausgebreitet haben. Aber dann fingen wir langsam an nachzudenken. Da war ich auf dem Landsmott 78, sah den herrlichen Gauski Hofstödom. Dann 82, das war das lehrreichste, habe ich besucht Kolkos beim Sigmund Hartmannsson. Sah noch den alten Hörder von Kolkos. Dann fuhren wir zum Sigidur Haraldsson, die Kirkjubei Pferde begucken. War schon ein anstrengendes Programm. Und dann auch noch auf Svadhastadie. Auch interessant. Ja, und dann sahen wir am Landsmott auch viele schöne Pferde. Und es blieb ja nicht aus, wenn man da auf Kolkos, auf Kirkjubei war. Man musste sich auch da ein Stütchen mitnehmen. Zu der Zeit, 82, war August Hoffmann, Peter Böhme. Und wir kaufen auf Kolkos Stuten, auch auf Kirkjubei. Es musste natürlich alles reine Blutlinienzucht sein. Bis ich dann aber auch ein paar Jahre später, also 81, wurde meine erste Svadhakolkir-Stute, selbstgezüchtete aus der Gitja, aus der Chloa von Kirkjubei, geboren. War auch ein sehr, sehr gutes Pferd, von Glofax, die Santola Ferju. Ja, und dann ging das so weiter. Und dann fuhr ich auch 78 nach dem Landsmott, wo ich den Mick Angern kennenlernte, gleich in die Schweiz. Der Mann, der erzählte so viel Interessantes von der Blutlinienzucht. Was anderes hatte ich ja bis dahin nicht gelernt. Und dann sah ich da auch, dann in Chur in der Schweiz bei Mick Angern, da sah ich den Stigandi von Kolkos, die Clara von Kirkjubei und viele berühmte richtig Kolkos-Kirkjubei-Pferde, Blicki von Kirkjubei, der Braune. Und viele dieser tollen Pferde sah ich ja nicht allzu weit später alle bei Heidi Schwörer. Das war auch eine Verfechterin der Kolkos-Linie und Kirkjubei-Linie, genau wie August Hoffmann, wie der auch ein Züchter der ersten Zeit, der Bernhard Rittmann, alles Linienzüchter. Ja, aber heute, man kann bei der Frau Schwörer gucken oder beim August Hoffmann, da blüht auch die Mischzucht, genau wie bei mir. Denn meine schönen Kirkjubei-Pferde wurden angeritten, zwei Gärten in der Hand, waren nicht genug Temperament, waren schöne Fotografierpferde, aber nicht so die Leistungspferde. Und dann hatte ich das Glück, dass ich 1988 die Lifting von Algor kaufen konnte. Die war anderthalb Jahre. Und das ist so ein Alter, wo manche Pferde einen nicht sagen, ob sie Fisch oder Fleisch sind. Und ich hatte das Glück, nachdem ich den armen Herrn Feldmann Junior laufend bearbeitet hatte, Herr Feldmann, ich möchte so gerne die Lifting von Algor. Ich bin dem armen Mann regelrecht auf den Nerv gegangen. Aber irgendwann hatte ich das Glück, dann konnte ich sie für viel, viel Geld dann kaufen. Und das habe ich nie bereut.
Und so kam dann die reine Blutlinienzucht auch bei mir nicht mehr zum Tragen. Wenn ich überlege, was das letzte blutlinienmäßig gezüchtete Pferd, das Tollste, wann ich das zuletzt gesehen habe, das war der 6-jährige Tier vom Rappenhof. 1991 im Saarland lief er seine Prüfung. Das war so ein Traum. Aber solche Pferde ließen sich nicht am Fließband züchten. Wenn ich überlege, die Kolkospferde, alle 20 Jahre waren es da. Und alles andere war auch ziemlich normal. Und wenn man dann immer wieder weiter in der Linie bleibt, es gibt ja auch Pferde, die gewisse Fehler haben, wie Rückenprobleme oder nicht frei genug laufen, Rückentätigkeit. Und das summiert sich mit der Zeit, man kommt da nicht recht vorwärts. Und wenn man heute sieht, auf den ganzen Landsmod, wie ich besucht habe, da züchtet keiner mehr Linienzucht. Alles die tollen Pferde wie Porodio von Porodstadie, alles Mischzucht oder Röck wie Halaukstödung. Da ist nichts mehr von Linienzucht. Und darum werde ich auch demnächst so weitermachen, lockere Pferde. Schöne Pferde sollen es auch noch sein. Das ist so meine Zuchtidee für die nächste Zeit.